können die nach und nach abgearbeitet werden. Ja, wenn wir die richtigen Skills hätten, würde das gar nicht so lange dauern. Ja gut, wie gesagt, im Lagerfeuer dauert es eh halt alles ein bisschen länger. Hast du den Fisch gefunden gehabt? Ja, 42 Stück. Hat sich gelohnt. Achso, und deswegen dauert es auch so lange. Opala! Ja, 2 Stunden 6 Minuten, dein Dings braucht dein Korn braucht 3 Stunden 17 Minuten, deine Tomaten brauchen 5 Stunden, der Motor braucht 4 Minuten und der andere Motor braucht 10 Minuten. Wir brauchen jetzt unbedingt diesen Butcher-Table. Beziehungsweise den Butcher-Table haben wir ja schon, aber... Bist du mal fertig mit Ernten? Ich bin fertig mit Ernten, ja. Ich mache das Feld hier nur noch weg. Aber das kann ich auch danach machen, theoretisch. Warum ist das Feld hier weg? Weil wir das nicht mehr brauchen. Okay. Dann lass doch so liegen, das wächst ja automatisch wieder zu. Hätte ich bisher noch nicht gemerkt, dass da sich irgendwas zugewachsen hatte. Doch, das dauert aber eine Weile. Das wächst automatisch zu. Irgend so nach ein, zwei Tagen fängt da ein Gras drauf zu wachsen. Wie hier vorne. Okay. Und dann irgendwann ist es dann weg. Willst du nochmal ein paar Bretter rüber tragen mit schnell in den Ofen? Dann können wir uns nochmal eine Runde schlafen legen. Wenn du vernünftig Essen hast. Auskommensmultiplikator 1,5. Wie viel hast du? 48,2. Gut. Das heißt, bis zum nächsten Level. Bis zum nächsten Level brauche ich einen Tag 8 Stunden. Gut, dann gehen wir es einen Tag schon pennen. Was hast du für einen Multiplikator? 1, 1,5? ja. Ja, moin. Ich bin jetzt bei 63,9. Ich habe 1,2. Und mir immer sagen, ja, du isst immer das gute Zeug am Anfang, ne? Ja doch, am Anfang hast du ja schon das Ding gut durchgehauen. Wie gesagt, jetzt müssen wir halt anfangen, dass die
fertig. Der Fisch ist fertig. Katastrophe. Bist du immer noch bei dann irgendwas bei 60 oder hast du inzwischen wieder mehr? Nee, ich habe 44. Pah, Lappen. Aber ich muss mal aufstehen, weil jetzt habe ich nämlich alles voll mit ich habe nämlich jetzt 5,9 Proteine. Ich brauche mal ein bisschen Gemüse. Carbs und Vitamine, das ist doch gut hier. So, wo bist du? Ich bin auch einmal kurz aufgestanden und nach. Ich habe 53,6. Ja, ich 46,2. Das ist doch gut. Locker und easy aus dem Handgelenk an dir vorbeigeschossen. 46,4, 46,4, 46,4 immer noch. Ja, mal gucken. Oh, jetzt geht's. Alter, warte mal, ich muss mal aufstehen. Wie kann man denn so schlecht gegessen haben wie du? Ich bin auf 57,3. Ja, ich habe jetzt 6,5 Proteine. Ich brauche mehr Gemüse. Ich habe auch fast 6,5 Proteine, aber ich habe auch noch 3,9 Carbs und 2 jeweils bei Vitamin und Fett. Ja gut, ich habe 6,2 Proteine, 2,8 Fett, 1,3 Vitamin und 1,3 Carbs. Aber ich kann so viel nicht essen. Ja, bleibt bei 45. Wie lange brauchst du bis zum nächsten Level? Ich brauche bis zum nächsten Level 15 Stunden 27 Minuten. Gut, dann pennen wir jetzt 15 Stunden und 27 Minuten durch. Willst du nicht vorher noch einmal ernten? Nö. Nicht. Hast du denn schon deinen nächsten Stern? Nee, nee, nee. Fünf bin ich jetzt. Ja, ich glaube, wir sollten nochmal aufstehen und neu essen. Okay. Ich bin auf 43,1 abgesunken, weil meine Vitamine und mein Dingsen sind vollkommen abgekackt. Ja, du musst Ich halt habe echt. Vitamin und Carbs bei 0,3. So, mein Magen ist wieder voll. Ja, jetzt sieht das aber schon mal ganz schwer. 2-0, 4-4, 2-0, 2-0. 09, 09, 6, 9 und 3, 1, ja Mag moin. Mageninhalt, gegrillter Fisch und Papaya. Same. Und noch ein paar Rüben, glaube ich. Okay, wie lange brauchst du noch bis zum nächsten Level? Dafür muss ich wieder aufstehen. Zehn
10 Stunden. Boah, ich doch 3. Ja, du hast ja auch vermutlich 50 oder so was in die Richtung an Punkten, die du bekommst. 48, 6. Na Das gut, habe ich gleich mal wir könnten jetzt 3 Stunden pennen. Dann könnte ich den Butcher-Tail anschmeißen. Dann kannst du Fleisch essen. Vorher müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen arbeiten, damit wir jetzt mal so langsam dann das ausgewogene Ding hinbekommen. Das heißt, dann stehe ich auf, wenn jetzt hier durch ist, der Stern. Ich weiß, bin ich auf 40 runter. Jetzt habe ich. Okay. Jetzt hast du entweder nur noch Vitamine oder nur noch fürs andere. Nee, ich habe es ausgeglichen, tatsächlich. Ausgeglichen. Aber vermutlich gar nichts mehr oder so an Essen, ne? Ausgeglichen 4 Carbs, 4 Vitamine. Oh Mann, ich brauche mal. Ja, weil vermutlich alles raus ist, bis auf das. Die tollen Papayas. Ja, genau. Oh, guck mal, das sieht doch jetzt geil aus hier. So, das heißt, ach so, warte mal, Stern vergeben jetzt auf Dings, ne? Butcher, Butcher, schon mal nochmal, ey. Oh, ich bin ja Bergbau auf Level 3, kann ich ja mal hier, was ist denn das hier? Werkzeuge, bisschen Bergbau, weniger 20% weniger Kalorien. 20% weniger Kalorien. Wir pennen ab jetzt immer so lange. Holzbearbeitung, warum? Ich hab vorhin beim Ernten so 2 bis 3 Weizen bekommen und 1 bis 2 Rüben. Bei der Ernte habe ich jetzt 7 Rüben und 7 Weizen bekommen pro Teil. Ja, du musst diesen komischen Dings da bauen. Was ist Dings da? Im Landwirtschaftstisch, da kannst du so ein Teil bauen. Damit kannst du halt die Crops überprüfen, ob die schon vernünftig ausgewachsen sind. Ja, wäre eine Option, ja. Wie heißt das Ding? Bodenprüfer? Ja, nee, Bodenprüfer ist es nicht. Was prüft den Boden? Sonst habe ich hier nichts, was irgendwas in irgendeine Richtung ist, irgendwas zu prüfen. Ich habe noch einen Salzkorb, aber sonst ist alles nur Samen und Dünger. Aber also Dünger kann ich sowieso du nicht konntest machen. Das doch aber überprüfen. Wie war denn das? Pflanz mal was an. So, dann. Alter. Du kannst dich mehr als 5 Aufträge pro Tisch auf die Warteliste setzen. Das weiß man doch. Okay, dann kriegen wir jetzt da Zeug raus. Können jetzt da Fleischreste machen, können wir rohe Braten machen. Was wollen wir machen an Fleisch? Naja, am besten sind Rezepte, wo ich einen Boni beim Grillen drauf mache. Genau, dann guckst du jetzt mal nach, was du an Boni bekommst. Das sind bei Fleischsachen gegrillte Wurst und gegrilltes Fleisch. Und Fett auslassen. Fett auslassen? Fett auslassen ist relativ weit oben und die anderen müssten mittig sein. Na gut, da kriegst du halt aus 6 Fleisch kommen 2 Fett raus, ne? So, bei mir ist es die Hälfte. 3 Fleisch, 2 Fett, aber es wird halt immer weniger werden,
je weiter ich skill. Theoretisch müssten wir auf jeden Fall irgendein Rezept nehmen, wo wir Fett rausbekommen. Also am besten gegrillte Wurst oder Fett auslassen. Gegrillte Wurst. Ja. Dafür brauche ich Metzgerhandwerk auf 2. Dann hätte ich gesagt, wir machen Fett, also erstmal Fett auslassen. Mit dem Fett mache ich dann die Tomaten. Mit beiden von denen skill ich. Na gut, warte mal. Dadurch, dass ich ja jetzt hier ganz schön viel Sachen mache, Ja. könnte es durchaus sein, dass ich damit auf Metzgerhandwerk 3 komme. Und dann könnte ich halt Wurst machen. Für das Wurst brauche ich halt diese Fleischreste. Und die Fleischreste mache ich nämlich aus dem rohen Fleisch. Und was machen wir mit so einem Pelz? Da können wir Rucksäcke machen, ne? Normales Haar, hohe Stiefel, Hosen, Pelz, Pelzdünger. Fertigkeitsbuch Schneidern. Oh, hier kann man großer Rucksack, trottliger Hut, Arbeitsstiefel, Arbeiterrucksack, Dampftraktorrezept brauchst du auch. Leder für. Okay. Okay, ich bin jetzt bei Metzgerei auf Level 2 schon. Das klingt ja gut. So, dann machen wir mal Fuchs. Fuchsschlachten. Hirsch dauert eine Minute, der Bison dauert 3 Minuten. Wolf braucht 45 Sekunden. Einfach nicht durchrennen. Geh mal zur Seite da. Ich mach nicht mal was, du bist in meinen Karren vollkommen reingerannt. Ich hätte sogar noch gesagt, ein weiter nach hier. Die Brücke. Also. Kannst du zwar alles so stehen lassen, aber du musst nur einen halt verschieben, ne? Damit wir einen Platz im Feld haben und nicht direkt dran sind. Also so. Korrekt. Also hätte ich jetzt gesagt, damit wir ein bisschen Platz zumindest im Feld verlassen. Obwohl die Treppe müsste eigentlich noch mal ein weiter nach hinten, ne? Nee. Kannst du mal hier vorne ein Dings kippen? Ja. Ich da unten drunter. Aber warte mal, nee, das sieht scheiße aus. Ah, Mann, ey. Da wollte ich gar nicht runterspringen. Wir bauen die Brücke hier hin.